Ja, hallo liebe Freunde und willkommen wieder zurück zu Kolkatsu Sunshine. Jetzt mal mit Dusk. Ja, ich musste leider wirklich mal die Aufnahme mal unterbrechen. Ich wurde jetzt abgespeichert, weil ich leider gerade aktuell noch was anderes zu tun hatte. Deswegen konnte ich ja zum Glück saven und ja. Meine Güte. So, Mami, dann let's go. Du bist ja auch in der Auswahlrunde mit drin. Sogar fast richtig verliebt, ey. Hätte ich gar nicht erwartet. Ziehen wir das jetzt durch? Ja, komm, wir ziehen das durch. Dann ist das... ist das nicht eigentlich schon fast voll? Ja, eigentlich schon, aber naja, gut. So, nachdem mir heute Morgen Sasuke echt den Kopf verdreht hatte, denke ich mir einfach mal, sollten wir mal mit Mami mal ein paar Souvenirshops angucken. Und ja, ich muss noch die Storyline weitermachen. Das habe ich nicht vergessen. Das kommt auch noch weiterhin dazu gefegt, dass ich die Storyline weitermache. Ja, die Panty Fairy möchte ja gerne ein paar neue Panties haben. Die müssen wir dann auch noch irgendwie ergattern. Ich glaube, 5 Stück brauche ich an der Zahl, ne? Na, das wird ja noch ein Abenteuer. So, immerhin habe ich plus 5 wieder zusammen. Ich hoffe, die 5 kriege ich bei der Anti-Fairy mal zusammen, ey. So, wir zwei sind jetzt auch, ja, so gesehen, Bounted. Das ist auch nicht schlecht. So, Kayaking und Fishing habe ich nochmal wieder reingefarmt bekommen. Das ist auch nicht übel. Ich hoffe mal so, jetzt ist hier heute Nachmittag wieder keiner dabei, der mal wieder einen auf Flitzerblitzer machen möchte. Aktuell, du läufst mir auch oft über den Weg, ey, muss ich ganz ehrlich sagen. So, nochmal einen Drink mitnehmen. Also Kota läuft mir oft über den Weg. So, mit ihr habe ich eigentlich so wenig Zeit wie möglich verbracht. Das wollen wir auch mal ein bisschen nachändern. Und vielleicht auch mal was mit ihr mal zusammen machen. Mit Rosa. Rosa. Lass uns mal ein bisschen noch über Age Talk labern. Kann ich verstehen. Völlig in Ordnung. Naja, gut, in der Public sind wir jetzt... Ja gut, okay, Öffentlichkeit, ja. Wie wär's, wenn wir zusammen mal was essen gehen? Sehr schön. Also mit Rosa können wir eigentlich was essen gehen. Das ist doch schon mal was Ordentliches. Da müssen wir mal gucken, wie ich da rankomme an die ganzen Panties. Panty-Jagd. Gerne doch, Rosa. Warum nicht mal zusammen was essen gehen, finde ich eigentlich eine, ja, angenehme Art und Weise, um sich auch mal ein bisschen näher kennenzulernen, zu wissen, ob man auch gut zusammenpasst oder besser gesagt, ob man überhaupt die gleichen Interessen teilt. Das ist ja schon mal der erste Sitz meistens. Man muss nicht alle Interessen miteinander teilen, aber es ist schön, wenn manchmal ein paar Gemeinsamkeiten dabei sind. Ja, also ich glaube, mit alles das Gleiche zu haben, ist dann auch irgendwie ziemlich irritierend, meiner Meinung nach. Es müssen ja schon ein paar unterschiedliche Eigenschaften drin sein. Ach, Lavinia, endlich, du hast deine Klamotten gefunden. Ich bin begeistert, hast du gut gemacht. Hallo, Arisa, ist auch wieder am Start. Die war auch noch nicht nominiert gewesen, Arisa, ne? Ne, Arisa nicht. Natsumi war mal nominiert gewesen. Also es sind noch ein paar dabei, die nicht nominiert gewesen sind oder waren. Aber das Rad des Schicksals wird irgendwann sowieso mal zuschlagen. Bei jedem. Da kann man sich halt nicht gegen wehren. So, dann wollen wir mal. Okay. Mut zur Lücke, würde ich sagen, wa? Ich schliehe mal hier ganz leicht rum. Da ist auf alle Fälle ein Beinchen. Das sieht da ganz gut aus. Leider Gottes keine Panties erwischt. Aber da können wir Glück haben.
Ein Panty haben wir schon mal. Ich hoffe, das reicht vielleicht. War das. Muss ich nur eins mehr ergattern oder muss ich ganze fünf ergattern? Also ich habe jetzt noch mal eins eben gerade noch mal krallen können. Ja, wie läuft das eigentlich mit der Panty-Geschichte richtig ab, wenn ich jetzt nicht so auf den Boden gucken würde und die ganze Zeit versuchen würde, das Ganze so ein bisschen zu entschärfen? Ganz einfach. Ihr müsst darauf warten, dass die bei der Umkleiderkabine sind und sich wirklich umziehen. Na, also es reicht eigentlich umziehen. Und dann könnt ihr euch die frischen Panties ergattern. Ich schaue mal nach, ob das nicht fünf Stück waren. Aber ich glaube... Ja, gucken wir mal lieber nach. Ja, das könnte schon reichen, ne? Ja, frisch. Sehr schön. Was für eine Power baut sich bei dir gerade ab, liebe Panty Fairy. Und ich und die alle denken immer, ich bin schon pervers. Ja, IQ wird da echt verloren gegangen sein. I have some bad news and some good news. Oh Gott, lieber die schlechten zuerst, dann tun die guten nachher vielleicht nicht mehr so weh. Alright, give me bad first, hätte ich auch gesagt. Fünf mehr. Mhm, kein Problem. Und was sind dann die guten Nachrichten? Genau, sie gibt uns eine neue Power. Power? Was meint sie denn damit? Wir können jetzt Unterwäsche stehlen. Das heißt, ihr könnt versuchen, das machen wir gleich auch, mit einem neuen Icon, das da oben an der rechten oberen Seite auftauchen wird beim Gespräch, Panties zu klauen. Ihr solltet ja fünf Paar Panties holen. Dieser Stileffekt ist einfach nur so, dass ihr dann eben halt merkt, dass ihr eine geholt habt. Jedoch tragen die da keine Unterhöschen mehr. Also nicht vergessen, wenn ihr diesen Effekt irgendwann mal einsetzen solltet, und ihr wollt das ganze Ding auch mal aufnehmen, solltet ihr da immer daran bedenken, dass dann, wenn es einen Erfolg gibt beim Klau, derjenige dann keine Unterhose mehr trägt. Ja, das sollte man auf alle Fälle in den Sachen berücksichtigen. Interessant aber allerdings ist das, dieses Projekt ist ein Community-Projekt. Das heißt also mit Community-Sachen eingebaut und dies und das alles. Oh, will ich sie jetzt gerade schon als erstes Opfer nehmen? Das wäre so traurig. Und was alles aber schon in diesem ganzen Ding eingebaut worden ist, ist gar nicht mal so schlecht. Lavinia ist gut. Lavinia, komm mal herüber hier. Lavinia, du hast doch, glaube ich, kein Problem damit. Ja, Lavinia. So, bei Lavinia haben wir jetzt ja hier oben den neuen Icon, das neue Icon bekommen, wo wir Panties stehlen können. Jetzt überlegt euch mal bitte ganz kurz mal allgemein etwas. Ihr habt jetzt also ein neues Icon, was nicht selber von Illusion erstellt worden ist, plus eine eigene Storyline, die auch nicht von Illusion erstellt worden ist. Schade, dass die Community da nur so wenig gemacht hat draus. Es wäre echt cool gewesen, wenn es so richtige Community-Projects gibt, so richtige Community-Sachen, wo auch verschiedene Storylines erzählt werden könnten. Aber ich habe mitgekriegt, dass selbst dieser Aufwand, diese Sachen zu erstellen, schon ziemlich schwer gewesen. Ich bin gar nicht so still. Ich rede eigentlich die ganze Zeit, nur leider nicht mit dir. Also es war schon, auch dieses Erstellen war nicht ganz so einfach. So, wir klicken jetzt einfach mal rauf. Und wir sagen Whispered Steel. Nein, sie hat keine Patties an. Okay. Dann gehen wir einfach mit Lavinia was essen. Lavinia, ich bin immer noch geschockt heute. Ist das jetzt wieder so ein typischer Lavinia-Move? Ja, es ist einer.
So, ja, auf geht's an die Panty-Klauerei. Dann klauen wir uns jetzt mal ein paar Panties. Noch besser. Arisa. So, versuchen wir mal von Arisa das Panty zu klauen. Erstmal verwickeln wir sie ein bisschen in Gespräch. Das sieht schon mal ganz gut aus. Wir verwickeln sie mal weiter in ein kleines Gespräch. Vielleicht hätten wir das Gespräch ein bisschen anders führen müssen. Ich versuche es jetzt aber trotzdem mal. Also wir haben gespürt, dass etwas funktioniert hat, aber irgendwie, naja. Haben wir wohl bei Arisa auch noch kein Glück. Wir versuchen es nochmal. Zwei Paare haben wir immerhin schon. So, ich glaube, Arisa hat jetzt ein kleines Problem. Vielleicht ganz kleines Problem. Wir brauchen fünf. Aber zwei haben wir immerhin schon mal zusammen. Also da einen sind wir gar nicht mal so verkehrt jetzt. Bedenkt aber allerdings auch, dass wenn sie sich nachher Badeanzüge anziehen sollten und zum Strand gehen sollten, sie dann dort komischerweise auch keine Badeanzüge tragen. Ja, frag mich nicht warum, ist einfach so. So, wir versuchen hier mal. Haben wir die jetzt? Ich glaube, das wird hier nichts. Gut. Eieiei. Von wo könnten wir noch ganz gut Panties klauen? Wer ist dann eigentlich noch ganz gut da? Also wie gesagt, von Arisa haben wir jetzt das Panty. Ich glaube, von einer davor haben wir auch noch das Thema bekommen. Ja. Nee, ja, definitiv. Du musst erstmal ran. Gut, war. Otto ist gut drauf, die kriegen wir hin. Ja, okay. Ich hoffe, das war jetzt nichts Schlimmes, was ich gemacht habe, aber ich glaube, es ist Mr. Strand, ne? Dann hat sich Kotoa gerade selbst aus dem Ring geschossen. Oh Mann. Danke, Kotoa, dass du mir gerade... Naja, eine kleine Chance versaut hast, aber ist okay. Hauptsache, sie hat ihren Spaß gehabt. Und weiter geht die Suche. Oh Mann. Wer ist hier noch? Ah. Auch eine Dame, die auf der Liste heute drauf, glaube ich, meiner Meinung nach ist, ist Mitsumi. Ich schaue noch mal eben ganz kurz nach, weil, wie gesagt, es ist... aber ich glaube, Mitsumi war mit drauf, ne? Mai ist drauf, Mami ist drauf, Mitsumi ist auch mit drauf und Shiori war auch mit drauf. Shiori lief ja da oben gerade lang. So, wie machen wir das? Wir versuchen es einfach mal.
auch nicht geklappt. Warum klappt das hier heute nicht? Klar. Geh mal mit zu mir auch nochmal Sightseeing. Vielleicht kriegen wir da eine kleine Gelegenheit, das hinzukriegen. Okay. So, Power Spots ist auch on top. So, jetzt versuchen wir es dann mal mit bei. Wushi ist gerade da vorne lang gelaufen. Bei der können wir auch mal probieren. Wushi gibt uns bestimmt schon freiwillig ihre Panties. So, ich versuch's nochmal. Yep. Dankeschön. Du hast mir heute unfreiwilligerweise einen sehr großen Gefallen getan. Muss man ja mal sagen. Unfreiwilligerweise hat sie uns heute einen kleinen Gefallen getan. So, wo ist Rushia? Rushia. So, du Kajakklauerin. Ich verstehe dich. Eigentlich nicht, aber egal. So. Was für Rushia wohl für Musik hört? Oh nein, Rushia muss das gerade so... Ich hoffe, es ist Kajakfahren, Rushia. Bitte, lass es Kajakfahren sein, okay? Dann können wir das gerne machen. Obwohl, das muss Kajakfahren sein. Rushia will immer Kajakfahren. Die will nichts anderes. Die tanzt doch jetzt nicht aus der Reihe. Ah, sieht da. Kajakfahren. Rushia und Kajakfahren, alles klar. Keine Panik, das werden wir heute mal ein bisschen abkürzen, weil wir wissen ja schon, was passiert bei Rushia, ne? Wäre nicht das erste Mal, dass wir mit Rushia Kajak gefahren sind. Aber gut, dass Rushia sich jetzt wohlfühlt. So, dann wollen wir mal. Haben wir das jetzt? Ich glaube, wir sollten das mal lieber lassen. Ja. Hoffe, es hat dir Spaß gemacht. Immerhin waren wir mit Rushia mal Kajak fahren, das muss ja auch mal sein. Nein, Rushia, alles gut. Was hat sie denn auf einmal? Bitte klau nicht wieder irgendwelche Kajaks, wenn es geht. So, die nächste auf meiner Liste, die wir heute mal durchgucken müssen. Also irgendwo muss ich mir noch mal ein paar Panties noch zusammenklauen können. Ja, ist eine gute Idee. Warum nicht? Iri. Perfekt. Da können wir auch mal anklopfen. So. Das hat wohl nicht so ganz funktioniert, wie ich das hätte haben wollen. Okay, das war auch nicht ganz der Fall. Versuchen es doch mal. Ja, Mann. Also aktuell sind wir noch nicht in der Panty-Stufe angekommen, dass wir sagen können, wir haben so viele Panties gesammelt wie blöd. Aber meine Güte, dann ist es halt so.
Das ist halt nicht immer so ganz einfach mit dieser Panty-Geschichte. So, heute Abend ist Kayori dran. Genau, die zwar letztes Mal dich nicht gewonnen hat, aber immerhin auf Platz 2 gelandet ist und deswegen ja heute Abend auch den das verdiente Date bekommen hat. Ich muss mal gucken, wo sich eigentlich Kayori gerade überhaupt rumtreibt. Na, da werde ich mal suchen müssen nach Kayori heute Abend nochmal, auf alle Fälle. Ich hoffe, ich finde sie. Aber warte mal, da oben läuft Sasuke. Lass uns mal eben ganz kurz nochmal mit Sasuke nochmal ein kleines Wörtchen reden. Vielleicht haben wir ja eventuell da Glück, unter ein kleines Fenty-mäßig abzustauben zu können. Sasuke. Ganz kurz. Oh Gott. Also Sasuke, wir müssen... Sasuke, lass uns noch mal ganz kurz über heute Morgen reden, ne? Das war jetzt aber ein bisschen, ne? Du weißt schon, ne? Ein bisschen, ne? Out of the trouble bounds, ne? Na gut, das können wir machen. Dagegen ist alles auch eigentlich einzuwenden. Da können wir gerne mal. Und schon wieder die Panty-Sache vorbei. Als wüssten die das. Clownfisch, immerhin. Sasuke, vielen Dank für diese wertvolle Erfahrung, die ich gerade sammeln durfte. Yeah. Leute, ich würde sagen... Ach, nein, es ist zwar unfair. Wo? Darf ich nicht mal... Bo? Okay, bei Bo machen wir auch nur einen Versuch. Na gut, dann lassen wir das mal, oder? Wir lassen das mal lieber, Bobo. Das bringt man ja immer übers Herz, ey. So, dann haben wir das also auch erledigt für heute. Ich würde sagen, okay, Sasuke hat sich einigermaßen wieder beruhigt. Ja, ich werde die Runde abgeben und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Wenn es zum Abend dann hoffentlich mal zum Date mit Kayori kommen wird. Resort Hotel ist doch ein schöner Ausblick, um den Tag nochmal zu beenden. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder weitergeht mit Koi Katsu Sunshine. Also bis dann.